Top 10 der dunkelsten Momente, die aus den Harry Potter Filmen herausgelassen wurden. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video sprechen wir über die Harry Potter Bücher und die Filme und einige der dunkelsten Augenblicke in den Büchern, die aus verschiedensten Gründen niemals den Weg auf die Leinwand gefunden haben. Die Verfilmungen haben zweifellos den Zauber von Hogwarts auf der großen Leinwand zum Leben erweckt, doch sie waren nicht gänzlich ohne Einschränkungen. Beim Versuch, die komplexe und vielschichtige Welt der Bücher in ein visuelles Medium zu übertragen, wurden bestimmte düstere und beunruhigende Szenen weggelassen oder auch verändert, wodurch die Fans letztendlich eine etwas abgeschwächtere Version von J.K. Rowlings ursprünglicher Vision erhalten haben. Heute möchten wir uns mit diesen dunklen Momenten befassen, die in den Filmen ausgeklammert wurden und die Gründe für ihre Auslassung sowie die Auswirkungen dieser Änderungen auf die Gesamtgeschichte genauer erkunden. Lasst uns direkt in diese Thematik eintauchen. Los geht's. Beginnen wir direkt mit der Nummer 10. Todesser foltern Muggel. Der Angriff der Todesser auf die Quidditch-Weltmeisterschaft in Harry Potter und der Feuerkelch war ein reines Chaos. Nach einem aufregenden Spiel zwischen Irland und Bulgarien überfiel eine Gruppe von Voldemorts Anhängern überraschend das Zeltlager, in dem die Zauberer und Hexen ausgelassen feierten. Während dieses Angriffs brachten sie Chaos und Zerstörung mit sich und sorgten für Terror unter den Anwesenden. Eine besonders düstere Facette dieses Ereignisses, die in den Filmen nicht gezeigt wird, ist der qualvolle Übergriff auf eine Gruppe unschuldiger Muggel. Eine Gruppe von Zauberern, eng beieinander stehend und mit hoch erhobenen Zauberstäben, bewegte sich langsam über das Feld. Harry blinzelte sie an. Es schien, als hätten sie keine Gesichter. Dann erkannte er, dass ihre Köpfe von Kapuzen verhüllt und ihre Gesichter maskiert waren. Hoch über ihn, in der Luft schwebend, wurden vier kämpfende Gestalten zu grotesken Formen verzerrt. Es war, als ob die maskierten Zauberer am Boden Puppenspieler waren und die Menschen über ihnen Marionetten, die von unsichtbaren Fäden bewegt wurden, die von den Stäben in die Luft ragten. Eine beunruhigende Vorstellung und ganz klar eine Folter. Machen wir weiter mit der Nummer 9. Molly Weasleys Irrwicht. Im Orden des Phönix erhalten wir einen Einblick in die tiefsten Ängste von Molly Weasley, der liebevollen und schützenden Mutter der Weasley-Familie, als sie auf einen Irrwicht trifft. Während sie im Grimmauld Place 12 putzt, begegnet Molly Weasley einem Irrwicht, der sich nach und nach in leblose Körper verwandelt, einen nach dem anderen in die leblosen Körper ihrer Lieben und damit Mollys größte Angst offenbart, den Tod ihrer eigenen Familie. Der Irrwicht nimmt verschiedene Gestalten an, darunter ihren Ehemann Arthur, ihre Kinder Bill, Charlie, Percy, Fred, George, Ron und Ginny sowie sogar Harry Potters Gestalt, den sie als eines ihrer eigenen Kinder betrachtet. Nein, stöhnte Mrs. Weasley. Nein, Ridiculus, Ridiculus, Ridiculus. Boom, leblose Zwillinge. Boom, ein lebloser Percy. Boom, ein lebloser Harry. Mrs. Weasley, verschwinden Sie einfach von hier, schrie Harry. Diese herzzerreißende Szene gewährt einen tieferen Einblick in Molly Weasleys Charakter und zeigt ihre tiefe Liebe und Sorge um das Wohlergehen ihrer Familie. Als Mutter und Ehefrau in einer Zeit großer Unruhen in der Welt der Zauberer ist sich Molly der Gefahren, denen ihre Familie ausgesetzt ist, leider schmerzlich bewusst. Auf der Nummer 8 haben wir Neville Longbottoms Eltern. In den Filmen werden Nevilles Eltern nicht oft erwähnt und sie lassen uns den Eindruck gewinnen, dass sie von Bellatrix Lestrange getötet wurden. Leser der Bücher wissen jedoch, dass dies nicht der Fall ist. Im Orden des Phönix trifft das Trio Neville und seine Großmutter im St. Mungus Krankenhaus. Hier erfahren wir, dass Nevilles Eltern tatsächlich noch am Leben sind, aber durch die grausame Folter von Bellatrix in den Wahnsinn getrieben wurden. Auf herzzerreißende Weise besucht Neville seine Eltern jedes Jahr zu Weihnachten, um Zeit mit ihnen zu verbringen, obwohl sie ihn kaum wiedererkennen. Einer der herzzerreißendsten Momente ist, als Alice Longbottom Nevilles Mutter ihm ein Bonbonpapier schenkt. Sie schien nicht sprechen zu wollen, aber vielleicht konnte sie es auch nicht. Aber sie machte zaghafte Bewegungen in Richtung Neville und hielt etwas in ihrer ausgestreckten Hand. Schon wieder, sagte Grandma Longbottom und klang leicht müde. Nun gut, liebe Alice, nun gut, Neville, nimm es, was auch immer es ist. Aber Neville hatte bereits seine Hand ausgestreckt, in die seine Mutter eine leere Bonbonpackung legte. Sehr schön, Schatz, sagte Nevilles Großmutter mit falsch fröhlicher Stimme und klopfte seiner Mutter auf die Schulter. Aber Neville sagte leise: Danke, Mom. Kommen wir zur Nummer 7, die dunkelsten Neigungen von Fenrir Greyback. Fenrir Greyback ist zweifellos eine bösartige Gestalt.
Als Werwolf und Anhänger von Lord Voldemort genießt er es, seine Opfer anzugreifen und befolgt dessen Befehle ohne zu zögern. Größtenteils wird Greybacks düstere Natur auf der Leinwand treffend dargestellt. Dennoch gibt es einen Augenblick aus den Büchern, der sich im Malfoy-Anwesen abspielt und in dem wir gezwungen sind, Greyback durch eine noch finstere Brille zu betrachten. Nachdem sie von den Schnappern gefangen genommen wurden, befinden sich Hermine, Ron und Harry in einer gefährlichen Lage. Unter den Entführern befindet sich auch Fenrir Greyback. Greybacks Interaktion mit Hermine im Malfoy Manor ist ein angespannter und beunruhigender Moment, da er ein beunruhigendes Interesse an ihr zeigt, was mit seinen sadistischen Neigungen übereinstimmt. In diesem Moment spricht Greyback nicht nur davon, dass er sie verspeisen will, sondern deutet auch noch an, dass er möglicherweise noch andere Pläne mit ihr hegt. Ein schauerlicher Gedanke. Kommen wir zu Nummer 6. Tom Riddle tötet seine Familie. Im Verlauf von Der Halbblutprinz entfaltet sich die wahre Geschichte von Tom Riddle und offenbart seine dunkle Vergangenheit sowie den Mord an seiner Familie in Little Hangleton. Tom Riddle wurde als Sohn eines Muggelvaters, Tom Riddle Senior, und einer Hexenmutter, Merrow Pegaunt, geboren. Nach dem Tod seiner Mutter und der Vernachlässigung durch seinen Vater wuchs er in einem Waisenhaus auf. Als er seine magischen Fähigkeiten und sein Erbe entdeckte, entwickelte er einen tiefen Hass auf seinen Vater und die nicht magische Seite seiner Familie. Als Tom Riddle erfuhr, wo sich seine Familie aufhielt, besuchte er Little Hangleton, um seinen Vater und seine Großeltern zur Rede zu stellen. In einem kaltblütigen Racheakt ermordete er sie mit dem Tötungsfluch. Die Polizei hatte noch nie einen seltsameren Bericht gelesen. Ein Ärzteteam hatte die Leichen untersucht und festgestellt, dass keiner der Riddles vergiftet, erstochen, erschossen, erdrosselt, erstickt oder anderweitig verletzt worden war. Tatsächlich schienen die Riddles alle bei bester Gesundheit zu sein, abgesehen natürlich von der Tatsache, dass sie alle tot waren. Die Ärzte stellten fest, dass jeder der Riddles einen Ausdruck des Schreckens im Gesicht hatte. Kommen wir zu Nummer 5. Harry Potters Sinneswandel. Das erste Mal, als Harry Potter versucht, den Cruciatus-Fluch einzusetzen, erweist sich dieser als weitgehend wirkungslos. Nachdem Bellatrix Lestrange Sirius Black getötet hat, verfolgte Harry Bellatrix und versucht, sie mit dem berüchtigten Fluch zu quälen. Allerdings bleibt der Fluch weitgehend ohne Wirkung, da Harry nicht wirklich ernsthaft gewollt hat, sie zu verletzen. Diese Szene ist auch in den Filmen zu sehen. Harry war kein böser Mensch und es bereitete ihm keinerlei Freude, anderen Schmerzen zuzufügen, weshalb der Fluch nicht funktionierte. Dennoch gibt es in den Büchern einen Moment, der in den Filmen nicht vorkommt, in dem Harry in der Lage ist, den Fluch effektiv einzusetzen, was eine dunklere Seite von Harry offenbart und zeigt, wozu er fähig ist, nach all dem, was er in den letzten Jahren zuvor durchgemacht hatte. Harry zog seinen Umhang aus, hob seinen Zauberstab und sagte, das hättest du nicht tun sollen. Als Amicus Carrow sich umdrehte, rief Harry, Crucio. Der Todesser wurde von seinen Füßen gehoben, wirbelte durch die Luft wie ein Ertrinkender, strampelte und schrie vor Schmerz. Schließlich krachte er mit einem Knirschen und einem Geräusch, als würde Glas zerspringen, gegen die Front eines Bücherregals und sackte dann bewusstlos auf den Boden. Ich verstehe, was Bellatrix gemeint hat, sagte Harry, während das Blut durch sein Hirn rauschte. Du musst es wirklich ernst meinen. Kommen wir zu Nummer 4 und dort haben wir Barty Crouch Juniors Gefangenschaft und dabei spreche ich nicht von Azkaban. Barty Crouch Jr. ist hauptsächlich dafür bekannt, dass er im Verlauf des Feuerkelchs die Identität von Alistair Moody klaut. Doch er hat eine bemerkenswerte Vorgeschichte, die in den Filmen anscheinend völlig übersehen wurde. Bevor er im Feuerkelch auftaucht, wurde Barty Crouch Jr. für seine Verbrechen während des ersten Zaubererkrieges verhaftet. Seine Mutter, eine verzeihende Frau, die wusste, dass sie im Sterben lag, überredete Crouch Jr. ihrem Sohn, mit Hilfe von Viersafttrank aus Azkaban zu befreien und sie anstelle zu setzen. Die Crouches hatten Erfolg mit diesem Vorhaben, aber die Spannungen zwischen Vater und Sohn verschwanden dabei nicht. Nach seiner Flucht hielt Barty Crouch Senior seinen Sohn mit Hilfe des Imperius-Fluches unter seiner Kontrolle. In den seltenen Fällen, in denen Barty Crouch Senior seinen Sohn in die Öffentlichkeit ließ, verbarg er ihn unter einem Unsichtbarkeitsmantel. Nachdem er über ein Jahrzehnt in dieser Form gefangen gehalten wurde, war Barty Crouch Jr. zu diesem Zeitpunkt im Wesentlichen geistesgestört. Es ist sicher anzunehmen, dass sein geistiger Zustand wahrscheinlich ein Resultat der Vernachlässigung durch seinen Vater während seiner Kindheit, der Tatsache von seinem eigenen Vater vor Gericht gestellt und zu lebenslanger Haft verurteilt worden zu sein, sowie der Zeit, die er in Azkaban unter dem erdrückenden Einfluss der Dementoren verbrachte und seiner geistigen Gefangenschaft durch den Imperiusfluch seines Vaters.
Barty Crouch Jr. war zweifellos ein böser Zauberer, der eine gewisse Form der Bestrafung irgendwie verdiente. Dennoch glaube ich, dass die jahrelange Kontrolle seines Vaters mit Hilfe des Imperiusfluches eindeutig zu weit ging. Kommen wir zur Nummer 3. Winkys Suchtprobleme. Winky, die Hauselfe, führte ein trauriges Leben, geprägt von Entbehrungen und einer tragischen Abhängigkeit von Butterbier. Ursprünglich diente sie der Familie Crouch treu und sorgte sich um Barty Crouch Jr., der unter dem Imperiusfluch seines Vaters stand. Doch als Mr. Barty Crouch Sr. Winky verdächtigte, sich mit seinem Sohn zu verschwören, um bei der Quidditch-Weltmeisterschaft das dunkle Mal zu setzen, entließ er sie aus seinem Dienst. Diese Entlassung traf Winky schwer, da Hauselfen eine enge Bindung zu ihren Familien haben und stark von ihren Herren abhängig sind, um ein Gefühl von Bestimmung und Zugehörigkeit zu finden. Nach ihrer Entlassung fand Winky Anstellung an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, aber ihr Liebeskummer und der Verlust ihrer Lebensaufgabe führten dazu, dass sie süchtig nach Butterbier wurde. Dieses Getränk, das bei Menschen nur geringe Auswirkungen hat, ist für Hauselfen deutlich stärker. Dies führte dazu, dass Winky berauscht und emotional instabil wurde. Großteils ihrer Zeit in Hogwarts verbrachte sie in einem Zustand der Verzweiflung und versuchte ihre Sorgen in Butterbier zu ertränken, unfähig sich von dem Trauma des Verlustes ihrer Familie zu erholen. Bedauerlicherweise wurde Winkys traurige Geschichte in den Filmen nie gezeigt, da sie vollständig ausgelassen wurde. Winky trinkt jetzt 6 Flaschen pro Tag, flüsterte Dobby Harry zu. Das Zeug ist doch nicht stark, sagte Harry, aber Dobby schüttelte den Kopf. Es ist stark für einen Hauselfen, Sir, sagte er. Auf der Nummer 2 haben wir den Tod von Peter Pettigrew. Im 7. Buch, Die Heiligtümer des Todes, findet Peter Pettigrew sein Ende in der Schlacht von Malfoy Manor. Dieses Ereignis ereignet sich, als Harry, Ron und Hermine gefangen genommen wurden und im Keller des Anwesens der Familie Malfoy festgehalten werden. In den Filmen bleibt Pettigrews Schicksal recht unbekannt, aber in den Büchern erhalten wir ein klares Bild von seinem brutalen Tod. Die silbernen Finger erlähmten. Harry hatte das nicht erwartet. Er riss sich erstaunt los und hielt seine Hand über Wurmschwanz Mund. Er sah, wie sich die kleinen, wässrigen Augen des Rattenmenschen vor Angst und Überraschung weiteten. Er schien genauso schockiert zu sein wie Harry über das, was seine Hand getan hatte, über den winzigen, barmherzigen Impuls, den sie verraten hatte, und er zappelte noch kräftiger, als wollte er diesen Moment der Schwäche ungeschehen machen. »Und das werden wir haben«, flüsterte Ron und riss Wurmschwanz den Zauberstab aus der anderen Hand. Zauberstablos und hilflos weiteten sich Pettigrews Pupillen vor Schreck. Seine Augen waren von Harrys Gesicht zu etwas anderem geglitten. Seine eigenen silbernen Finger bewegten sich unaufhaltsam auf seine Kehle zu. Das silberne Werkzeug, das Voldemort seinem feigsten Diener gegeben hatte, hatte sich gegen seinen entwaffneten und nutzlosen Besitzer gewandt. Pettigrew erntete seinen Lohn für sein Zögern, seinen Moment des Mitleids. Er wurde vor ihren Augen erdrosselt von seiner eigenen Hand, die Voldemort ihm gegeben hatte. Kommen wir zur Nummer 1. Die Weasley-Zwillinge und Montags Leiden. Rons ältere Brüder Fred und George Weasley sind Zwillingsbrüder, berühmt für ihre Streiche und ihr unbeschwertes Wesen. Im Orden des Phönix gehen sie jedoch zu weit, als sie den Slytherin-Schüler Montag für mehrere Wochen in das Verschwindekabinett sperren. Der Vorfall tritt auf, als Montag, der für das Inquisitionskommando arbeitet, versucht, Gryffindor-Punkte für ihre Regelverstöße abzuziehen. Als Rache zwingen Fred und George ihn in das defekte Verschwindekabinett, um ihm eine Lektion zu erteilen. Der Streich nimmt jedoch eine düstere Wendung, als Montag wochenlang im Kabinett gefangen ist und weder entkommen noch mit der Außenwelt kommunizieren kann. Montag hat mir erzählt, dass er in einer Art Vorhölle gefangen war, als er in Hogwarts festsaß. Manchmal konnte er hören, was in der Schule und im Laden vor sich ging, als ob das Kabinett zwischen ihnen hin und her reisen würde, aber er konnte niemanden dazu bringen, ihn selber zu hören. Während seiner Gefangenschaft erlitt Montag extremen physischen und emotionalen Schaden und war fast dem Tod nahe. Durch eine Kombination aus Erscheinungen und schierer Verzweiflung gelang ihm schließlich die Flucht, obwohl er nicht wusste, wo er sich befand oder wie man richtig apparieren konnte. Dies führte zu schweren Verletzungen und er tauchte in Hogwarts Kanalsystem wieder auf, wo er umfangreiche medizinische Behandlung benötigte. Und das war's mit diesem Video. Wusstet ihr von all diesen dunklen Momenten in den Büchern? Und welcher davon ist der düsterste? Welchen Moment hättest du in die Filme reingepackt? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und lasse ein Abo für den Kanal da. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.